Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Rubenson. Ich bin die Moderatorin für die SOM-Online-Konferenz. Unser nächstes Event findet statt zwischen dem 22. und 24. März. Mit mir hier und heute habe ich Robin Gegenheimer. Er ist Sales Manager bei der Firma Across Systems GmbH. Hallo Robin. Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Schön bist du da. Du wirst am SOM E-Commerce Day am 23. März wirst du einen Vortrag halten um 1 Uhr. Aber als erstes darfst du dich selber vorstellen. Wer bist du? Was ist dein beruflicher Werdegang? Ja, dann danke nochmal, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Robin Gegenheimer und ich berate seit nun circa 15 Jahren Unternehmen bei der Optimierung und Strukturierung im Übersetzungsbereich. Da ich ja nun schon eine ganze Weile das mache und aufgrund der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Klientelen, bringe ich natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz auch mit tatsächlich. Also das heißt, ich kenne die Herausforderungen der Unternehmen und versuche da, mit Hilfe unserer Softwarelösung passgenaue und individuelle Anforderungen abzudecken und für unsere Kunden zu finden. Across Systems, erzähl ein bisschen über die Firma. Für wen arbeitet ihr? Was macht ihr genau? Ja, also die Across Systems, also wir sind Softwarehersteller und mit unserer Softwarelösung unterstützen wir Unternehmen, aber auch Übersetzer auf der ganzen Welt bei der Abwicklung der Übersetzungsprojekte. Das heißt, unsere Kunden kommen aus unterschiedlichen Branchen und unsere Serverlösung, der Cross-Language-Server und die Einzelplatz-Version, die Standalone-Version, also Cross-Translator-Edition, die meistens von Freelance-Translator verwendet wird, unterstützt den täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung. Das ist so im Wesentlichen, was wir machen. Und durch den Einsatz eines sogenannten Translation Memory Systems, was die Basis sozusagen unseres Produktes bildet, ist es eben möglich, Transparenz in die Übersetzungsprozesse zu bekommen. Das heißt, durch einen hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit, das ist ganz wichtig, können wir dann diese Übersetzungsprojekte auch umsetzen. Das heißt, alle Projektbeteiligten lassen sich dabei einfach in den gesamten Prozess einbinden und arbeiten sozusagen auf einer Plattform mit derselben Datenbasis. Und das spart natürlich Zeit und Geld bei der Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität, auf jeden Fall. Genau. Du wirst, wie gesagt, am 23.03. um 13 Uhr einen Vortrag halten. Und an diesem Tag geht es ja um E-Commerce. Genau. Genau. Erzähl uns etwas über deinen Vortrag, worum geht es und was hat das auch mit E-Commerce zu tun? Ja, also die Teilnehmer erfahren, inwiefern Übersetzungsprozesse den Erfolg von E-Commerce beeinflussen kann, also gerade im Bereich mehrsprachigen E-Commerce natürlich. Also ich möchte zeigen, wie man mit Hilfe von passgenauen Lösungen die wachsenden Herausforderungen an Zeit, Kosten und vor allen Dingen auch Qualität des Contents begegnen kann. Auch möchte ich einen Einblick geben in die Lieferkette einer Übersetzung tatsächlich und wie ein Übersetzungsmanagement mit Einsatz von gewissen Automatisierungen und natürlich auch maschineller Übersetzung aussehen kann. Das Ergebnis sollte sein, kürzere Time to Market, oft natürlich reduzierte Kosten und klar bessere Qualität des mehrsprachigen Contents. Okay, das klingt sehr spannend. Wir freuen uns, dich dann am 23.03. wieder zu sehen. Willkommen zurück dann. Wunderbar, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank. Bis dann. Bis dann.